Ja, Leute, willkommen zurück zu Bloons Tower Defense 5. Wir spielen eine kleine Runde auf das Auge, die Map. Und wie letztes Mal angedeutet, werde ich dieses Mal die normalen Wurfverlaufen, so heißen sie, anfangen bzw. benutzen. Und ich möchte mal gucken, wie das so funktioniert. Ich kriege alle 10 Runden einen Gratisaffen. Ich habe die schon mal benutzt. Also, ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass ich die Vermutung habe, dass es die, dass ich hier einen Gratis kriege alle 10 Runden. Aber ich war mir ja nicht sicher. Aber ja, so ist es wirklich. Wurfballaffen gehören auch zu der Kategorie, die komplett ohne alles auskommen. Also sie können wirklich komplett alleine durchkommen, wenn sie das wollen. Also wenn man darauf spielen möchte, könnte man komplett alleine nur mit den Wurfballaffen durchkommen. Die haben gegen alles was. Und mal gucken, wie weit wir es nur mit den Wurfballaffen schaffen. Und ich möchte mal gucken. Weil so schlecht sind die nicht und sie sind halt irre günstig. So. Und das ist halt der Riesenvorteil. Ich werde aber nicht anfangen mit den Superaffen dieses Mal. Das heißt, ich werde entweder auf 2-3 oder auf 4-2 gehen. So. Warum mache ich das? Ganz einfach aus dem Grunde, die Superaffen sind inzwischen schlechter als meine normalen Affen. Also sie werden nicht mehr als normale Affen gezählt. Und das ist ein Problem. So. Weil dann durch verlieren sie halt die Bonnie, die Überfallaffen haben. Deswegen mag ich die Fähigkeit von denen auch nicht so wirklich. Okay, dann würde ich sagen, das hier, also die äußeren, mache ich zu 2-3. Und die inneren mache ich zu Molochs. Das Problem bei den Molochs, sie haben keine Pfeile mehr. Das heißt, der Bonus mit, hey, die Pfeile explodieren, ist dann nicht mehr. Ist nicht tragisch, weil sie machen halt immer noch ultra viel Damage. Aber das wäre mega cool, wenn der einfach durchfliegen würde und alles explodieren lassen würde. Bei jedem Treffer. Schon ab dem Katapult gilt er nicht mehr als Pfeiler. Okay. Achso, ich habe schon einen gratis Pfeilaffen. Aber das interessiert mich erstmal noch nicht. Erstmal möchte ich jetzt die hier machen. So, Kamos können sie ja alle sehen. Der Moloch und der letzte Moloch, also der vierte Moloch. Es werden mehr kommen, definitiv werden noch mehr kommen, aber ich habe jetzt erstmal vor, die äußeren zu stärken. Das werde ich halt mit denen machen. Eigentlich hätte ich den da einsetzen müssen. Na egal. Dann machen wir erst hier die rechts und links fertig. Dann sind zumindest die beiden Seiten geschützt. Und im Endeffekt an einer der Seiten müssen sie ja dran vorbei, egal welche Strecke sie nehmen. Dann nehmen sie hier die,
die oder die. Also eine der vier. Okay. Und da. Und da. Okay. Moloch. Da kommt der zweite Moloch. In der zweiten Runde. Das Schöne ist halt, die Molochs machen, glaube ich, komplett die Keramiks kaputt. Also einer macht, also ein Treffer gegen Keramik, der Keramik ist kaputt. Was nicht viele können. Also da fallen mir, glaube ich, so spontan die Sniper. Haben das. Also die sind auf 3-2, sind die komplett gegen Keramik. Und ansonsten, ich glaube, die Kanone müsste so stark sein, dass die Keramik direkt kaputt kriegt. Auf jeden Fall hier die, sag mal schnell, hier, die Nagelfabrik. Die kann das auf jeden Fall. Das. Und die beiden. Und ich würde sagen, das sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Ich meine, noch nicht so gut, dass ich sagen würde, ey, das ist absolut safe. Das sage ich sowieso eigentlich viel zu oft. Weil ich werde kack dann trotzdem aber nochmal. Aber im Moment, es läuft. Ich lasse mich halt nicht von irgendwie so einem Schnickschnack wie, dem Dorf ablenken. Hast du schon einen Superaffen? Nein, und werde ich auch nicht, werde ich auch nicht holen. Weil Superaffen sind langweilig. Moloch! Und nochmal der Moloch. Nochmal der Moloch. Und ich würde sagen, hier in diesen Kreuzungen können auch Molochs hin. Überall sind die Molochs. Und zack, zack. Zack. Komm her. Haben wir einen Roller. Sehr schön. Der hier. Und den haben wir auch. Gut. Wir erweitern hier wieder ein bisschen. Dann hier und hier, dann hier und hier und die letzten da oben. Und man hat, irgendein Zuschauer hat mir mal geschrieben, ja, das ist so am, ist am Anfang, wenn man nur die Wurfpfeilaffen hat und noch nicht so viel hat, ist das super schwierig, überhaupt irgendwas zu reißen. Also ihr seht, es ist durchaus möglich, auch das hinzukriegen. Ups, nein. Doch. Nur wenn man sich fucking planen sollte, man. Da sollte man drauf aufpassen. Aber ihr kennt mich. Das Problem habe ich öfter. So, zack. Zack. Und okay, wir setzen noch einen hinten dran. Haben wir schon mal so eine schöne Raute. Und,
Also wie gesagt, es ist halt, ja klar, man muss halt erstmal den Unterschlupf haben, aber die Anfänger-Maps, die gehen halt sehr viel leichter von der Hand. Und deswegen, das ist auch möglich, nur mit Wurfpfeilaffen zu spielen. Ist halt schwierig. Gebe ich offen zu. Also das ist nicht so einfach. Aber es geht. Es funktioniert. So. Zum Ausgang hin. So. Ja. Und da. Und da. Wunderschön. Da fehlt mir jetzt nur noch einmal die 4. Und ich bin nur nicht sicher, wie weit man mit nur denen kommt. Also das bin ich mir, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die dritte Schwierigkeitsstufe kriegt man damit hin. Das geht, seht ihr ja. Ich weiß nur nicht, wie man, oder ob man es nachher hinkriegt. Ich glaube, Experte ist dann das nächste, ne? Also die rote Schwierigkeit ist, glaube ich, Experte. Ich vergesse das hier jetzt mal. Ich müsste mir das mal aufschreiben. Aber persönlich muss ich sagen, habe ich hier in den unteren drei Schwierigkeitsgraden habe ich wirklich keine Probleme damit. So. Aber man ist halt lange beschäftigt, bis man genug Affen hingesetzt hat. Und ich weiß, das ist super nervig. Und ich hoffe, dass ihr da dann den Schwung habt. Das durchzuziehen. Denn Bloons wird mit der Zeit besser. Also die ersten paar Runden, die verliert man meistens. Ich hab die ersten Runden auch verloren. Alle gnadenlos. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Aber wie gesagt, so kriegt man auch ohne viel viele Upgrades. Weil ja auch viele immer sagen, hey, ohne das Dorf funktioniert es ja gar nicht. Das Dorf ist super hilfreich mit der Riesenreichweite. Also das muss man einfach sagen. Mit der Riesenreichweite ist das Dorf super stark. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, wie ihr seht. Weil man kann auch ohne relativ gut was aufbauen. So, komm. Zack. Okay. Ja. Man sieht schon, es wird halt eng. Ich bin auch nicht sicher, ob wir es überhaupt schaffen. Die Zonks werden, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, die Zonks können echt ein Problem werden. Also, es gibt halt Builds, wo die Zonks schwächer sind als die roten Moabs. Weil die roten Moabs sind halt schneller. Und kommen halt schneller. Und manche Builds, die fertigen lieber schön nacheinander ab. Oder es gibt halt Builds, die da überhaupt nicht mit klarkommen. Und ich weiß nicht, was das jetzt für einer ist. Dafür habe ich zu wenig Erfahrung mit denen gemacht.
Ah, ich sehe es schon. Ja, ja, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, ja. Okay. Also umplatzbar ist schon schwierig mit nur denen. Ich weiß jetzt auch nicht. Wir könnten jetzt natürlich das machen. Man könnte jetzt auch alles verkaufen und hier oben hinsetzen. Das dauert mir aber zu lange, wenn ich ehrlich bin. Wer verwandelt sich denn? Okay, sagst du mir nicht. Du und ich weiß gar nicht, ob die dadurch auch stärker werden. Aber, ja, okay. Nee. Das ist das Problem. Ich dachte immer, die sind in der Range dann. Also, dass ich hier wirklich sagen könnte, genau diese bräuchte ich. Das geht aber leider nicht. Erst einmal. Jetzt benutzen wir halt doch das Dorf. So die erste kleine Hilfe. Wie gesagt, also wenn ihr es jetzt nicht hättet, dann einfach hier den ganzen Scheiß wieder verkaufen. Und da drüben halt alles hinklatschen. So. Verkaufen. Wie viel kriegt man denn für die? Ah, gar nicht mal so viel, 3000. Die können ja sowieso nicht auf das auf die Scheiße ziehen. Zumindest nicht so lange, dass es sich rentieren würde. So, jetzt bin ich gespannt, ob das schon reicht. Nein, bei weitem nicht reicht. Das reicht nicht. Okay, ich habe noch eine Idee. Zack, zack, zack. Und die hat was hiermit zu tun. Und das ist ein bisschen gemein. Wie gesagt, das ist jetzt... normalerweise geht man ja nicht direkt in den Platzbar, sondern geht halt in leicht, mittel, dann schwer und dann unplatzbar. Ich ja nicht. Ich bin ja doof. Ich gehe direkt in einen Platzbar rein. Oder Platzkonzert, wie ihr es auch immer nennen wollt. Zack. Zack. Und zack. Und du. Und dann müsste das sogar wirklich reichen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Doch, das reicht. Das reicht. Das reicht gerade eben. Also wie gesagt, man kann den ganzen Spaß halt machen, indem man alles halt darüber verschiebt, indem man nur auf die Molochs sitzt. Am Ende wirklich. Wenn man nur noch auf die Molochs setzt, denke ich, ist das besser. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie das ganze Spielfeld neu aufbauen. Das müsste man aber wahrscheinlich machen, um das nur mit den Wurfballaffen zu gewinnen. Weil das Einzige, was ich jetzt hier im Grunde gemacht habe, ist die Anzahl der Kugeln in der Luft zu erhöhen. Das war alles, was ich gemacht habe. Und das kann man auch, indem man einfach mehr davon setzt. Und das dürfte sogar günstiger sein. Naja, gut. Wie auch immer. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Bloons Tower Defense 5. Haut's rein. Bis dahin. Und ciao, ciao.